beide Abkürzungen verbindet, EBIT und EBITDA, ist das B, das Before. Das ist das Entscheidende. Earnings übersetzen wir mal mit Ergebnis. Also in beiden Kennzahlen Ergebnisse before, also ehe bestimmte länderspezifische Besonderheiten zum Tragen kommen. Zum Beispiel Abschreibung oder Zinsen. Das Zinsniveau ist zum Beispiel in Europa für Länder unterschiedlich. Das heißt, der Sinn des Ganzen ist, so eine Art operatives Ergebnis zu berechnen, ehe länderspezifische Besonderheiten zum Tragen kommen, damit wir länderübergreifend vergleichen können. Ja? Wenn wir nur auf die Summe unterm Strich gucken, dann hätten wir dort Größen drin, die in dem einen Land anders sind als den anderen, aber mit dem eigentlichen operativen Ergebnis nichts zu tun haben. Deswegen before. Ja, also ein Ergebnis, ehe länderspezifische Besonderheiten zum Tragen kommen, damit wir international vergleichen können. Das ist der Sinn von diesen Kennzahlen. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.